Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich mal ein Video machen über diesen berühmten Seitenständer von Busetti. Und ich wollte einfach nur mal meinen Erfahrungsbericht abgeben. Ich hatte den jetzt auch schon mal bei meinem alten Roller. Und weil ich den halt so gut fand, vorweg, Spoiler-Alarm, habe ich mir den nochmal gekauft. Und ja, wie beim Auspuff auch, sage ich erstmal was über die Montage. Und dann über den Alltagsgebrauch. Also die Montage war ja eigentlich total easy. Sogar noch einfacher als bei der Aprilia SR50R, weil man dort überhaupt nichts an der Verkleidung abdremeln muss oder sowas. Man muss wirklich nur zwei Schrauben befestigen, das war's. Das Einzige, was man machen muss, ist hier unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, diese untere Verkleidung abmachen, dieses Plastik, und hier dieses Teil abmachen eigentlich komplett, aber das geht nicht so einfach, weil das ist hier so eingeklemmt. Ich hätte komplett die komplette Seitenverkleidung abmachen müssen und dann hier die Fußverkleidung komplett abmachen muss. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe einfach die Schraube abgemacht, die auch. Dann habe ich das ein bisschen angehoben und das hier auch ein bisschen. Und dann kann man das so runterklemmen, zwischenklemmen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und dann einfach die zwei Schrauben hier befestigen mit der Mutter gegen Kontern. Also Montage total easy. Lieferumfang, es ist alles dabei. Das heißt, alle Schrauben sind dabei, Muttern, ist alles dabei. Ihr müsst nichts extra kaufen. Ja, hochwertig verarbeitet, macht wirklich einen stabilen Eindruck. Viele biegen das Teil auch nochmal, dass der Roller quasi noch schräger steht. Also der steht jetzt, ich habe da nichts gebogen, der steht jetzt standardmäßig so. Und viele mögen das ja, wenn der noch ein bisschen steiler steht. Oder spitzer, im spitzeren Winkel. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Falls ihr das machen wollt, ne, dann würde ich euch empfehlen, biegt den Seitenständer am Schraubstock ein bisschen. Nicht, wenn er schon montiert ist, weil wenn ihr den jetzt, nehmen wir mal an, einfach so biegen wollen würdet, ne, also runterdrücken, dann würdet ihr den Rahmen mit verziehen und das wäre scheiße eigentlich. Also ich persönlich würde es nicht biegen, weil durch diese Biegung wird das Metall plastisch verformt und dadurch wird es auch schwächer und neigt eher zum Brechen. Ja, deswegen würde ich das lieber sein lassen. Ich meine, so viel Krafteinwirkung ist da jetzt nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilo, aber ist nicht so viel, aber trotzdem würde ich es nicht machen. Ja, aus sicherheitshalber, falls mal starker Wind oder sowas ist, ne, oder es bricht tatsächlich, man hat ein bisschen zu viel gebogen, kann ja alles sein. Was ich noch sagen wollte, einige haben berichtet, dass die Federn hier, diese Federn hier, die ihr sehen könnt, das sind übrigens zwei Federn, einmal links und einmal rechts, dass die Federn manchmal rausspringen bei manchen Leuten. Und einer hat, glaube ich, mal in den Kommentaren geschrieben, dass die Feder rausgesprungen ist und so einen Spiegel zerstört hat. Mir persönlich ist das noch nie passiert. Ich hatte den auf meiner alten Aprilia, hatte ich den monatelang, ist nie was passiert. Ich glaube sogar, ich hatte nur eine Feder, die andere Feder war irgendwie schon weg. Hatte ich ja auch mal gebraucht gekauft. Also diesbezüglich kann ich nichts sagen von Federn rausspringen. Bisher alles tadellos. Also Montage super, Optik, ja, macht euch selbst ein Bild. Ich finde es geil. Ich finde es auch schade, dass es einfach nicht serienmäßig ist bei jedem Roller. Oder bei einigen Rollern ist es, glaube ich, serienmäßig. Aber bei Piaggio ist es, glaube ich, absolut nicht serienmäßig. Und das finde ich echt ein bisschen traurig. Und es sieht halt einfach genial aus, finde ich. Optik passt also.
Und was ist jetzt im Alltag? Ist es alltagstauglich? Absolut alltagstauglich. 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 Weil, das hatte ich schon so oft erwähnt, wenn ich mal jetzt irgendwie kurz zum Bäcker fahre oder zur Bank, dann muss ich nicht jedes Mal meinen Hauptständer hier benutzen und den Roller so hochhieven. Weil das ist ja auch, das ist jetzt kein Akt. Ne? Natürlich, kann man machen. Aber mit dem Seitenständer, es ist einfach wesentlich angenehmer und es geht wesentlich schneller. Und auch wenn man fertig ist, einfach auf den Roller draufsteigen. Man muss nichts machen. Einfach hochheben, der geht selber hoch, fährt und losfahren. Fertig. Total easy. Finde ich echt gut. Ich würde mir diesen Ständer definitiv immer wieder kaufen. Ich finde ihn wirklich richtig gut. Qualitativ und optisch wirklich gut. Was habe ich bezahlt? Ich habe knapp über 20 € glaube ich, für diesen Ständer bezahlt. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja. Das ist alles, was ich darüber weiß. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese wirklich alle Kommentare. Ich schaffe es nur leider nicht immer alle zu beantworten oder was dazu zu schreiben. Aber ich lese definitiv wirklich alle Kommentare. Ich habe bisher ein paar tausend Kommentare von euch bekommen und ich habe wirklich alle gelesen. Ohne Scheiß. Ja, das soll es gewesen sein. Kleines Update noch für euch. Das nächste, was ich machen wollte, ist, ich wollte die Glühbirnen hier mal austauschen, diese Halogenleuchten. Und zwar sind die mir ein bisschen zu schwach. Ich weiß jetzt nicht, was ich da für Leuchten drin habe. Ich vermute aber, es sind H4-Leuchten. Leider kann man von außen nichts sehen. Sieht man leider nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass bei der Aprilia SR50R das Licht richtig, richtig gut war. Da hatte man eine richtig geile Lichtausbeute. Man hat wirklich alles gesehen. Fernlicht war auch bombastisch, ne? Wirklich richtig gut. Und hier ist das halt nicht so. Obwohl die Lichtmaschine ist ja gleich, ne? Von der Aprilia SR50R und von dem ist ja derselbe Motor. Die Lichtmaschine ist eins zu eins gleich. Das heißt, es muss wirklich an den Leuchten liegen, weil ansonsten müsste ich theoretisch dieselbe Lichtausbeute bekommen, wenn ich dieselben Leuchten dort einbaue. Das wird das nächste sein. Das soll es gewesen sein und ich sage dann mal bis.